Guck mal, mein Spatz. Unser Jingo hat heute seinen 28. Geburtstag. Das ist für Tapir schon wirklich ein hohes Alter. Tapire werden so um die 30. Das Schöne am Tierpark ist, dass die Tiere da immer älter werden oder meist auf jeden Fall älter werden, weil der Tierarzt natürlich da ist, weil es den Tieren mal nicht so gut geht, die immer gutes Futter haben, wie man sieht, gute Pflege haben, keine Feinde, kein Stress. Ja, deswegen glaube ich, Jingo werden wir noch ganz lange bei uns haben. Der ist auch topfit tatsächlich. Ja. Jetzt haben wir ja mittlerweile ihm auch ihren neuen Unterstand gebaut, fast zu seinem Geburtstag sozusagen. Ist das eigentlich eine kleine Überraschung. Ja, und wir hoffen dann, dass er dann auch im Sommer mal mehr zu sehen ist. Tapire sind ja so ein bisschen, leben ja immer ein bisschen versteckt, die kommen aus dem Urwald. Und dieser Unterstand, der auch eine wunderschöne Fußbodenheizung hat, ja, da hoffen wir dann einfach mal, dass er im Sommer auch ein bisschen mehr zu sehen ist. Ja, und sonst, Jingo lässt sich das schmecken, er hat hier so ein bisschen Müsli, ein paar ja, andere Leckereien, und ich glaube, dem geht es heute ganz gut. Und für so ein Tapir ist so ein Geburtstag dann, glaube ich, ganz schön. Oder, Jingo? Ich denke schon, ne?